So, Hallöchen, Hallöchen. Auf ein neues Slime-Venture. So, dann wollen wir mal anfangen. Auf ein neues. Gestern war es ein bisschen Problem. Thematik ein bisschen da, aber das geht ja jetzt wieder. Weil man hat mich gestern nicht gehört. Ich habe wahrscheinlich mein Mikrofon ausgehabt. So. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber was soll man machen? Kann ich jetzt nicht ändern. Dann könnt ihr so eine fast eine Stunde Video anschauen, wo man nicht geredet wird. Könnt ihr in Ruhe anschauen. Oh je, ist doch blöd. Aber dafür geht es ja jetzt langsam hier. Ich weiß ja jetzt, an was es gelegen hat und gut ist. So. Der Zeitraum, wo ich jetzt hier das gemacht habe, gespielt habe, dann also zwischen Spielen und jetzt, habe ich jetzt hier ein bisschen was gemacht und habe ein bisschen gekauft, habe ein bisschen mehr Geld bis zu M zusammenbekommen. Ist ein bisschen schöner geworden jetzt hier. So. Dann bauen wir für den auch noch gleich einen Blood-Sammler. Und ich will anfangen jetzt. So. Est. Jeder was essen darf hier. Gut, die auch nochmal. Ich habe jetzt vor, als nächstes natürlich das Labor zu kaufen. Umso früher, umso besser. Könnte ich ein bisschen mehr machen. Ja. So. So, aber was ich gestern gesagt habe, ist auf jeden Fall Slime Rancher ein geiles Spiel. Es ist zwar wahrscheinlich so für manche so uncool oder sowas, aber es ist einfach ein spannendes Spiel und macht auch sehr viel Laune, finde ich. Also, ich weiß nicht, also ich kann mich darüber nicht beschweren. Es ist ein schönes Spiel, also wo man nicht so sich aufregen kann, eigentlich. Wenn man sich aufregt, dann ist es eigentlich seine eigene Schuld. Es ist einfach entspannt. So. Aber wir gehen jetzt erstmal noch ein paar Kristall Slimes holen, weil die einfach mega schön sind. Und für die, wo sehr gerne Geld ausgeben, könnte ich auch machen, kein Problem. Es gibt hier Pakete mit Slimes, wo die Slimes sich verändern. Manche sehen auch echt geil aus mit dem Paket. Und ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach schon ein nices Spiel, finde ich. Ich finde es schade, dass langsam, glaube ich, irgendwie langsam in Vergessenheit geradet. Keine Ahnung, ich kenne kein Deutsch. Auf jeden Fall. Es ist ein geiles Spiel. Kann ich jedem empfehlen, wo spielen will, spielt. Slime Rancher. Ist nice. Vielleicht kommt da wieder ein bisschen mehr ab. Naja, das wäre halt schon prima. Sage ich jetzt einfach mal so. Würde es ja echt ein bisschen hilfreich werden für euch und euch nicht so aufzuregen. Weil es ist halt einfach schon entspannt. Es ist einfach was anderes. So. Was wir jetzt machen werden, ist erstmal den hier oben füttern. Das heißt wie immer sehr viel Futter sammeln. Ja,
Wie kommt man hier hoch? Oh, boah, meine Stimme. Wie kommt man hier hoch? Natürlich hochlaufen. Das ist nämlich der nächste Kandidat, wo gegessen wird. Wo essen wir. Dafür kriegt ihr den Schlüssel. Und dann braucht ihr eigentlich auch. Toll, noch ein bisschen fehlt. Dann liegt ja noch ein bisschen. Hä, habe ich die nicht schon gehabt? Ah, ne, die habe ich noch nicht aufgesammelt, stimmt. Noch ein wenig. Fertig, perfekt. So, dann direkt alle hier einsammeln. Denk mal schauen, was ich hier bekomme. Naja. So. Oh, die Frucht brauche ich ja weniger. Dich nehme ich noch mit. Dich auch. So. 8 Stück sollten erstmal reichen, glaube ich. So, wir können noch ein paar Karotten mitnehmen. Müssen die ja eh gleich füttern. So, wenn ich die dann hab, dann gehen wir mal zum nächsten Ort. Um einfach noch mehr Slime zu haben. Wir werden als nächstes Labor kaufen und danach werden wir noch ein anderes Gebiet kaufen, dann werde ich auch die hier einsammeln. Aber jetzt will ich den nicht haben. Jetzt brauche ich die noch nicht. So, hier sind der, hier gehen wir ab. Sobald ich im Wasser habe, Wasser, extra Wasser Ding fällt habe, dann geht es eigentlich auch wieder recht einfach, dann sind die auch kein Problem mehr. So, dann schütteln wir jetzt zu Hause. Machen wir jetzt nämlich die noch hier rein. Tun hier noch ein Karottenfeld, glaube ich, noch extra machen. Weil es nicht viele Zwiebeln gibt. Es geht schon eigentlich, es geht. Wir lassen es einfach mal so. Wie viel Schleim gibt es noch? Es gibt noch sehr viele Schleims. Ja, noch sehr viele Slimes. Auf jeden Fall noch ein paar. Mal gucken, wie viel ich habe jetzt noch. Jetzt schaffe ich in der Folge. Oder was heißt in der Folge, in dem Livestream? Weil, ja, ich will noch ein bisschen was machen. So. Die kriegen auch wieder ihre Früchte. Ich glaube, das eine Ding, was ich da gemacht habe mit dem Feld, bringt einfach dafür, dass es mehr Futter gibt. Das ist gut. So. Ein Hund bleibt hier drin. Okay. Die kommen alle hier raus. Wir suchen als nächstes noch einen Steinhuhn und noch ein paar Kuckels. Und werden noch ein bisschen Geld machen. Geld brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich habe die 2 zusammengetan, weil ich die 2 am Anfang sehr brauche. Und die 2 zusammengetan, weil ich die auch noch brauche. So.
Style bringt zwar jetzt nicht so viel Geld, aber doch am meisten Grillen. Fuck. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Dann gehen wir jetzt mal Hühner suchen. Die lasse ich noch fressen. Da brauche ich noch nichts. Brauche ich noch nicht. Was wir jetzt haben wollen, das sind ganz einfach Steinhühner und Goblins. Erstmal. Steinhühner und Goblins sind dann noch gestrippte Hühner. Die kann man auch noch gleich holen. Muss ich aber nur kurz noch fahren. Keine Goblins, ist auch gut. Weil die Hühner braucht man auch irgendwann mal. Keine Ahnung. Um einfach Aufgaben zu erledigen, quasi, wo man hat. Ach, die sind Goblin. Und Steinhühner. Mehr Steinhühner. Noch ein Goblin. Steinhühner. Küken brauchen wir es nicht. Am besten wäre es noch Goggles. Noch ein paar Goggles, wenn es geht. Aber sieht hier jetzt nicht so gut aus. Wir gehen jetzt hier ins Gebiet, wo wir noch nicht waren. Nachts kommen hier auch so welche böse Viecher. Aber ist halt zum Glück nur nachts. Oh, die 7 brauche ich jetzt nicht. Ich werde mal wieder Zeit auf neue Sachen. So, damals war hier hinten auch noch eine Kiste. Jetzt nicht, okay. So. Dann machen wir jetzt nämlich hier die Tür auf. Tadam. Auf ein neues Gebiet. Hier gibt es zum Beispiel jetzt, zeige ich euch gleich, was hier gibt für Slimes. Ich glaube, 2 neue Slimes gibt es hier dann. Was heißt neue Slimes, aber Slimes, was ihr dann holen könnt. Zum Beispiel. Und das ist jetzt gestrüppte und es gibt dann hier auf diesem Gebiet hier. So, das Ding zum Aktivieren, wo man die ganze Map sieht, ist... Hey. Auch irgendwo hier. Ich weiß bloß nicht mehr ganz genau, wo die war. Aber ich glaube, irgendwo hier war er schon. Hier eine Kapsel. Vielleicht hier, da hinten. Da könnt ihr dann eure Map wieder aktualisieren. Was ich auch raten werde, wenn man es so braucht. So. Dann holen wir jetzt mal Honig. Die Honig-Slimes sind meistens hier, also genauso wie die. Ich will die einfach mal einsammeln, dass ich die auch schon mal habe. Aber hier sollte es eigentlich auch Honig-Slimes geben. Eigentlich. Okay. Anscheinend gerade nicht anwesend. Was gibt's hier? Hier ein paar Honigschleims. Sieht eher weniger so aus.
Das ist jetzt blöd. Lass mal gucken. Also bevor ihr überhaupt ein Gebiet so richtig erkundet, macht es erst, wenn ihr ein Checkpad habt, weil sonst keine Chance, irgendwo wieder rauszukommen. Sonst habt ihr einfach echt null Chancen. So, aber wir brauchen trotzdem Honig. Slimes. So, hier sind wieder ein paar böse Pichte. Die schießen mich einfach hier rüber. Also da oben ist auch noch ein dicker, den können die füttern, das ist nämlich ein Honig. Scheiß Küken. So, ist hier noch irgendwo einer. Aber hier gibt es auch wieder nur die Slimes. Kein Honig Slime. Doch noch welche da. Gott, sind die geil aus. Oh, nicht schon wieder einer. So. Schon wieder? Da wieder hinten. Vielleicht muss jetzt jemand die Früchte einpflanzen. Oh, das ist ein bisschen unangenehm, sehr wahrscheinlich. Ich will ihn mit haben. Nee. Dankeschön. So. Ich hab's gleich geschafft. Ich weiß, hört sich vielleicht ein bisschen schrecklich an, aber tut mir leid. Tut mir leid. Weil ich will den Ball haben, muss ich den nicht kaufen. Fick dich. Okay, ich muss nach Hause laufen. Ich bin gleich da. Alles gut. Ich hab's gleich geschafft. Die Honigslimes haben wir dann auch noch da unten, glaube ich. Muss ich ja.
Jetzt kaufen wir uns alles. Karotten mögen die jetzt nicht so, nehmen wir die. Perfekt. Der Baum ist auch schon mal. So.
raus. Und was hier noch mit? So viel Karotten. So, das nehmen wir mal mit. Wie sieht jetzt noch das hier rein? Okay, so die Zwiebeln und die Karotten. So, das können wir auch schon. Hochsparen. Haben wir ja erst alles gegessen. Und die tun wir rein ins zum Füttern. So. Ja, die muss ich jetzt los zum Honigmelone. Ja, Honigmelone, Honigschlanz. Na, ich verkaufe das kurz und dann gehen wir los. Dann gehen wir jetzt kurz los, Honigslime und dann nach Hause. Ne, das ist falsch. Stimmt ja, ich muss jetzt woanders hin. Ich habe nicht alles gekauft, ja. Perfekt. So, schnell weiter, bevor ich wieder was füttern muss. So, nehmen wir die jetzt mit. Dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier drin kamen. Vielleicht habe ich gestern keine gefunden, weil es Nacht war.
Keine Ahnung. Nein, eins. Es ist nicht sehr große Fläche, könnt ihr alles finden. Slime, Silber. Na ja, weil ich die Hühner nicht so gegessen werden, weil die manchmal auf den Seiten sind. So, wie sieht's aus? Honig. Ist die Karotte hin? Ach, hier ist noch Früchte stehen. Belastend. Die essen ja Früchte. Umhin, großer Honigslein. Jetzt suchen wir Früchte. Und holen wir uns die Früchte von zu Hause. Passt schon. Dann nehmen wir jetzt nämlich die Früchte hier mit. Dann sind wir die Lieblingsfrüchte. Bisschen Früchte fehlen. Machen wir gleich. So, noch ein bisschen Früchte. So, Früchte. Hört nicht so gut aus, aber 15, ich glaube, die Lieblingsfrucht zählt immer doppelt.
Also insgesamt brauchen die immer 50 und ich glaube die Elitenfrucht 10 doppelt. Dann haben wir 30, 40, 50, eigentlich soll es reichen. Mal gucken, ob ich recht habe. Also eigentlich sollen 15 von der Lieblingsfrucht und 20 von der Pokéfrucht. Wenn ich das richtig denke. Wenn nicht, dann nicht. Dann zeige ich mal kurz, wie es dann eigentlich ist, wenn er Wasser hat. Dann wird man natürlich auch treffen. Die Sterne durch Wasser. Also, hier gibt es nur Geschichten, die erzählt werden. Könnt ihr euch ja auch durchlesen, wenn ihr wollt. Drei soll ich übrig haben am Ende. Ja, passt. Perfekt. Erstmal. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Ausgang gibt, aber ich kenne den Ausgang. Ja. Auf jeden Fall ist das jetzt der Honigslam. Eigentlich auch ein sehr geiler Slam. Ich habe hier jetzt, glaube ich, als Titelbild gemacht für die Sitzen. Aber was ich noch hoffe, dass sie bald hier im Multiplayer ausbringen. Multiplayer in Slam ist ja mehr Hammer. Bup, 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 bup. Das wäre wirklich sehr. Die. Erstmal die hier. Das kommt weg.
Ich glaube, man Kegel machen können und genau die gleichen nochmal reinkommen. Okay. Mit einer Hand zu steuern ist nicht leicht. So. Ja, es heißt, hat das gereicht. Das ist gut. Sehr gut sogar. Dann tun wir jetzt nämlich das hier kaufen. Das Labor ist so teuer, weil es einfach nur mal ein extra geiles Ding ist. So. Zeit zu bauen. Ohne Geschütze und vieles andere bauen. Wir haben jetzt gleich das hier und das hier. Die Raffinerie. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Blotzt kann man die kann man da reinwerfen. Und dann kann man mit der Kacke Sachen bauen. Hört sich geil an, ist es aber nicht. Dann nehmen wir gerade mal die zwei Blots hier. Blot. Und dann brauche ich noch Fels. Natürlich auch alles beschrieben, alles wird gemacht, dass ihr auch alle wisst, was ihr machen müsst. Da braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr nur irgendwie irgendwas habt, wo ihr nicht wisst, was ihr machen müsst. Das wird nämlich nicht vorkommen. Die tue ich auch gleich da rein. Weil die braucht ja auch noch sehr oft irgendwann später. So, das hier machen. Ja, Teleporter kaufen. Dann müsste ich es auch noch einmal kaufen. Neue CD extra herstellen. Das ist ja der blöde Sache. Aber können wir nichts machen. So. Vier Stück habe ich mal gebaut. Können hier überall diese Stellen, wo sie aussehen, können die was bauen. Platzieren ist einfach mal hier.
1, 2, 3, 4. Aber ich bin voreilig. Also das ist kein Problem, ich mache ein bisschen Essen hier. Ich muss ja natürlich am Anfang überlegen, was ich machen wollte. Ich werde jetzt erstmal die, wo ich sehr viel habe, die tue ich jetzt erstmal so lassen. Was will ich Geld geben, die tue ich halt dann in den Blood-Dings da hinten. Honig brauche ich zwar auch sehr dringend eigentlich, aber das hole ich mir später. Das braucht ihr auch noch. Honig braucht ihr auf jeden Fall sehr viel. Und am meisten natürlich Pink Lord. Danach sehe ich den Design, den hier. Ich sage, ihr könnt von jeder Art insgesamt Ausrufezeichen nur. Wollte ich nicht nachsetzen. Ja, wir können auf jeden Fall nur 6 Stück von allem platzieren. 6 Bohrer, 6 Pumpen, 6 Beam-Dinger. Das ist halt begrenzt. So. Jetzt haben wir noch das hier aus. Ups, platzieren. So, als nächstes brauchen wir wieder Geld erstmal. Das, was man ausgibt, kann man auch wieder rein. Ja, schon geil. Die diese Bumm-Dinge sehen ja schon geil aus. Warum ist hier ein Retro-Kackchen? Retro-Kacke. Ich halt einfach an der Grenze mit dem Arm sein, das Gefühl. So, was gibt's hier für eine Aufgabe? Bob, Bob immer wieder. Ein gestupptes Huhn, 3 Steinhühner und 3 normale Hühner. Okay.
Schatzkarte, das ist gut. 1, 2, 3. 1. Und natürlich noch Steine wieder. Keine Stellung mehr. Auch noch ein kleines Huhn drin. Na doch, die Stellung. Ja, der bleibt hier. Dann muss ich mich kurz gleich auf den Weg machen. So, Steine nur noch 3 Stück. Und dann haben wir es auch schon mal. Dann war es jetzt, glaube ich, auch erstmal für heute. Weil, ja. Ich komme jetzt, ich hole mir jetzt die Steine nur noch und dann mal gucken. Vielleicht bin ich noch ein bisschen offen später weiter. Aber es wird mir dann sehen. Wenn ja, dann werde ich morgen Schatzkarte haben und werde dann ein paar Kisten noch machen. Können wir zusammen schauen, was da rauskommt. 1, 2, 3, perfekt. Aber vielleicht können wir es auch jetzt schon gleich kaufen. Mal gucken. Vielleicht können wir es auch gleich kaufen. Ich will jetzt noch kurz alles verfüttern, was ich verfüttern kann. So. So wenig dicke Karotten noch. So. Nicht die. Die da trinkt auch noch ein bisschen was. Aber die hier. Auch noch was. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich glaube, das kostet nicht so viel. Ich glaube, 1500 oder so. Können wir ja kurz gucken. Ich glaube, wir eh vorbei. Achso, das Ding kann man natürlich dann hier kaufen. So. Okay, 4500.
fertig. So, und jetzt noch das Ding. Wir haben unsere Belohnung da drüben auf, damit. Ist ja quasi so die Belohnung. Dass du es erreicht hast, dann kriegst du so quasi als geschenkt. So, Sachen raus. Und ihr könnt ja auch alles fahren. Das geht ja aus der Pumpe, das geht ja aus dem Bienenstock und das bekommt ihr aus dem Bohrer. Aber natürlich nicht nur die Sachen gibt es. Es gibt tausende Sachen. Okay, tausende auch nicht, aber. Bei jeder Region kriegt ihr unterschiedliche Sachen aus Bohren, aus Bienenstöcke und aus Pumpen. Überall gibt es extra Plätze dafür, wo du die Sachen kriegst. So. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Wir sind bald gekommen. Tag 9. So gut wie alle. Oh, Entschuldigung, aufstoßen. So gut wie alles offen. Und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir sehen uns dann morgen. Morgen wieder. Genau. Morgen. Tschüss.